flotten Aufruf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wenn man ein bisschen, sagen wir mal, aufs Grundsätzliche vielleicht erstmal guckt, ich glaube, wir erleben derzeit alle sehr herausfordernde Zeiten. International hat sich ja nicht nur die sicherheitspolitische Lage in den letzten Jahren deutlich verschärft, sondern auch die wirtschaftliche Wettbewerbssituation. Und wir merken ja zunehmend, dass das über sehr lange Zeit außerordentlich erfolgreiche Geschäftsmodell unserer Volkswirtschaft nicht mehr so gut funktioniert, weil die internationale Konkurrenz eben größer geworden ist und es unserem Land leider an Wettbewerbsfähigkeit mangelt. Und ich glaube, das ist sozusagen auch das, was sozusagen der Hintergrund, vor dem wir hier auch heute debattieren. Das spüren wir mittlerweile auch in allen öffentlichen Haushalten, egal ob auf Bundesebene, auf Länderebene oder auch in den Kommunen. Und diese Entwicklung gefährdet insgesamt den Wohlstand unserer älter werdenden Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und auch wenn es wie eine Binse klingt, glaube ich, muss man auch darüber sprechen, dieser Wohlstand ist eben alles andere als selbstverständlich. Er muss jedes Mal aufs Neue wieder erarbeitet werden. Ich glaube, deswegen müssen wir uns auch dieser Situation stärker stellen. Es braucht deshalb aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, dringend eine Wirtschaftswende und eine Art, wie man auch immer das nennen will, Agenda 2030 von Bund und Ländern gemeinsam aus meiner Sicht. Die Bürokratiebelastung muss auf allen Ebenen deutlich geringer werden, der Sozialstaat zielgenauer, die Energiepreise niedriger, Arbeit lohnenswerter, Bildung, Infrastruktur besser und die Bundeswehr endlich schlagkräftiger werden. Und die qualifizierte Zuwanderung, das merken wir doch auch gerade in Schleswig-Holstein, muss schlichtweg einfacher werden und die irreguläre Migration erfolgreich eingedämmt werden. Unserem Steuersystem gibt es sicherlich viel zu verbessern, aber ich bin nicht der Meinung, dass das Steueraufkommen jetzt durch höhere Steuern, zum Beispiel für den Mittelstand, vergrößert werden sollte. Das ist kontraproduktiv. Sondern wir brauchen wieder mehr wirtschaftliches Wachstum, das man fördern und nicht sabotieren sollte. Und anders als meine beiden Vorredner bin ich auch nicht der Meinung, dass unser Staat aktuell zu gering verschuldet ist. Weder was die direkte Staatsverschuldung angeht, die wir in den Haushalten sehen, noch was die indirekte Staatsverschuldung betrifft, die größtenteils im Sozialversicherungssystem und in den Pensionsversprechen der Bundesländer versteckt ist und die ein gewaltiges Problem für die junge Generation darstellt. Und Herr Petersdotter hat heute etwas süffisant gesagt, wie toll das, also es war ja wirklich interessant in Japan und ich vermisse Ihre Anzüge, Herr Kollege Petersdotter, die standen Ihnen außerordentlich gut. Ja, muss man ja auch mal. Ich hab mir vorgenommen, die Grünen auch öfter mal zu loben, da wo es angebracht ist. Hier erschien mir das sinnvoll. Aber im Ernst, meine Damen und Herren, wenn der Kollege Petersdotter hier sagt, Mensch, Japan hat eine so hohe Staatsverschuldung und das funktioniert alles so super, da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Denn Japan hat eine Währung, die sich im Sturzflug befindet in den letzten Jahren. Und gerade heute, ja, gerade heute, wenn man sich das Handelsblatt anguckt, die Ankündigung des neuen Ministerpräsidenten in Japan, haben zu weiteren Bewegungen an die Finanzmärkten geführt und es wird massiv gegen die japanische Währung jetzt gewettet. Meine Damen und Herren, das hatten wir vor einigen Jahren in der Europäischen Union bzw. im Euroraum auch durch die hohe Staatsverschuldung. Und wenn das linke Parteien predigen, ja, dass mit dem Vermögen der Bürgerinnen und Bürger, was sie sich hart erarbeitet haben, dass das zum Spielball an den Finanzmärkten gemacht wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nicht unsere Politik, wir halten das für falsch, wir halten das für unsozial. Ja, für sinnvolle Regulierung, aber ich möchte nicht, Herr Kollege, dass Volkswirtschaften, einzelne Volkswirtschaften, wir hatten das im Euroraum, wir sehen jetzt die Staatsverschuldung Italiens, wir sehen das in Frankreich, wenn in Deutschland die Dämme auch noch brechen, dann werden wir sehr schnell wieder auch die Eurokrise zurückhaben und dann sind die Leidtragenden die Menschen im Euroraum und wenn man das sozusagen propagiert, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man entweder von Volkswirtschaft keine Ahnung oder man ist auf dem falschen Trip. Meine Damen und Herren, deswegen sage ich Ihnen, es braucht tatsächlich wieder mehr Haushaltsdisziplin und mehr Konzentration auf staatliche Kernaufgaben wie Sicherheit, Infrastruktur oder Bildung. Denn in den letzten Jahren sind die staatlichen Ausgaben stark angestiegen, während dies bei den Einnahmen nicht im gleichen Umfang der Fall war, da die Wirtschaft relativ stagniert hat. Und das Land Schleswig-Holstein ist da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Schleswig-Holstein hat unter den 16 Bundesländern den höchsten Ausgabenzuwachs in den Jahren 2012 bis 2023, nämlich von über 100%.
Es gibt mittlerweile im Landeshaushalt ein erhebliches strukturelles Defizit, das jedoch bei Weitem auch nicht nur das Ergebnis einer anhaltend schwachen wirtschaftlichen Entwicklung ist. Die schwarz-grünen Haushaltsprobleme sind zu einem großen Teil auch hausgemacht. Das gehört zur Wahrheit doch auch dazu. CDU und Grüne haben zu spät reagiert. Und der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 zeigt jetzt sehr deutlich, dass die schwarz-grüne Landesregierung zunehmend in schwerer See unterwegs ist. Die Rückkehr zu einer seriösen Haushaltspolitik ist deshalb dringend notwendig. Und es war ja interessant, der Kollege Koch hat aufgemacht, also die Koalition, das ist der seriöse Teil hier im Hause, die Opposition, das sind alles schlimme Finger und ganz unseriös unterwegs. Ich will noch mal an die Realitäten erinnern, Herr Kollege Koch, denn es gab im letzten Jahr eine völlig überraschende und aus unserer Sicht ziemlich chaotische Haushaltssperre, die nach einer schnellen Einsparung von rund 100 Millionen doch schon nach wenigen Tagen wieder aufgehoben werden soll. Die sollte eigentlich bis Herbst gelten. Ich will mal daran erinnern, diese Haushaltssperre wurde wenige Wochen nach Verabschiedung des ersten schwarz-grünen Haushaltes verhängt. Und da erzählen Sie heute noch, das sei seriöse Haushaltspolitik, wo Sie sagen, dann möchte ich nicht hoffen, dass Sie das fortsetzen können. Und ich fand auch interessant, dass der Kollege Koch gesagt hat, naja, also wir räumen jetzt mal wieder auf im Vergleich zu 2005. Und dann auch irgendwie 2009, 2010, da hatten wir die Finanzkrise und 2017 und so weiter. Sie müssen jetzt Ihre eigenen Trümmer erstmal wegräumen, Herr Kollege Koch, die Sie in den letzten 2 Jahren angehäuft haben. Und ich will auch nochmal daran erinnern, der Haushalt 2023 war mit Blick auf das Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse und mangels eines entsprechenden Nachtragshaushaltes bereits verfassungswidrig, wie ja mehrere Anzuhörende im Finanzausschuss überzeugend erläutert hatten. Und der Haushalt 2024 ist mit seiner bundesweit einmaligen Dreifachnotlage und der umfassenden Aufstockung der Notkredite durch die Nachschiebeliste laut dem von uns auftraggegebenen Gutachten ebenfalls verfassungswidrig. Das Landesverfassungsgericht wird das jetzt prüfen und dann darüber entscheiden. Dann wissen wir mehr. Wir gehen davon aus, dass das Landesverfassungsgericht diese schwarz-grüne Haushaltspraxis kassieren wird. Und meine Damen und Herren, der gestern von der Landesregierung vorgestellte Nachtragshaushalt spricht auch dafür, dass diese Notkredite auch gar nicht wirklich benötigt wurden, wenn diese jetzt bereits im Oktober mal eben um 327 Millionen Euro abgesenkt werden können. Offenbar kann dieses Geld jetzt gar nicht mehr bis zum Jahresende ausgegeben werden. Dabei war das Prinzip der Jährigkeit und Jährlichkeit, das das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Schuldenbremse noch einmal sehr stark betont hatte, doch bereits bei der Verabschiedung des aktuellen Haushalts allen Beteiligten klar. Das hoffe ich zumindest, dass es allen klar war. Und meine Damen und Herren, ich kann die Landesregierung jetzt auch nur davor warnen, jetzt Notkreditmittel zu nutzen, um ungeplante Ausgaben bis zum Ende des Jahres zu tätigen. Weil man sozusagen die Situation noch nutzen will, weil man eh davon ausgeht, dass man vor Gericht eine Klatsche kassiert, da hört man ja momentan interessante Dinge und das werden wir uns ganz genau anschauen. Und ich vermute, das Landesverfassungsgericht wird dies auch tun in seiner Bewertung. Wir haben jetzt eine neue Finanzministerin, die wir auch, also ich zumindest auch schon länger kennen und auch persönlich sehr schätzen und die ja auch als bisherige Verfassungsrichterin sehr deutlich gemacht hat, dass sie auch die Verfassungskonformität der Landesfinanzen genau beachten will. Alles andere wäre ja auch kreativ. Das nehme ich hier auch ab. Allerdings bin ich auch sehr skeptisch, und der Kollege Koch hat es ja schon gut vorhergesagt, dass dieser Haushaltsentwurf eine entsprechende Prüfung bestehen würde. Es soll ja jetzt nur noch einen Notkredit geben mit Blick auf das Thema Ukraine, aber wenn ich mir die Begründung, Herr Kollege Koch, die daraus geplanten Ausgaben und auch den geringen Umfang anschaue, denn auch darum geht es immer, ob ein Notkredit notwendig und verfassungskonform ist. Es sind ja 116 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen des Haushalts von rund 17 Milliarden. Das sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ungefähr 0,6%. Wenn das wirklich eine Notlage ist und dieser Notkredit wirklich notwendig ist, dann glaube ich, sind Sie auf dem falschen Trip, dann sehe ich weder die Notwendigkeit noch die Rechtmäßigkeit des Notkredits. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zu unserer Klage gegen den Haushalt 2024 werden Sie das vermutlich anders lösen müssen. Ich rate Ihnen nur, Herr Kollege Koch, streichen Sie diesen Notkredit wieder aus Ihrem Haushaltsentwurf. Tun Sie sich selbst diesen Gefallen. Ich will viele Kürzungen im vorliegenden Haushaltsentwurf heute übrigens gar nicht kritisieren. Denn es ist auch falsch, Herr Kollege Koch, Sie machen das ja immer halbwegs geschickt nach dem Motto, die Opposition kritisiert alles. Es gibt ja durchaus, wie man auch heute schon gemerkt hat, in den letzten Minuten durchaus Unterschiede innerhalb der Opposition in der Finanzpolitik. Aber lustig, dass Sie alles über einen Kamm scheren wollen. Ich will viele Kürzungen im vorliegenden Haushaltsentwurf heute gar nicht kritisieren. Es ist ja dringend notwendig und eigentlich auch überfällig, hier was zu tun. Und Sie bedienen sich ja auch bei einigen Rücklagen und lassen oftmals auch einfach etwas Luft aus den Haushaltszielen heraus, weil diese das eben auch noch ermöglichen. An einigen Stellen scheint der Entwurf nicht so recht zu den vorherigen Ankündigungen der Landesregierung zu passen. Da braucht es noch mehr Transparenz und Klarheit, um den Entwurf im Detail bewerten zu können. Das werden wir uns in den nächsten Wochen sehr genau anschauen, wieder viele Fragen stellen und uns dann wie gewohnt konstruktiv einbringen.
Ich will aber auch sehr deutlich machen, dass wir die schwarz-grüne Schwerpunktsetzung an verschiedenen Stellen für falsch halten und sie uns teilweise auch irritiert. Ich weiß ja noch aus eigener leidvoller Erfahrung, wie schwierig eine Haushaltskonsolidierung ist, und deshalb möchte ich auch fair sein. Auch deshalb möchte ich fair sein, sonst bin ich auch mal ein fairer Typ. Ich sage Ihnen aber auch, für eine gelingende Haushaltskonsolidierung braucht es nicht nur eine sinnvolle Schwerpunktsetzung, sondern auch ein gerüttelt Maß an Ehrlichkeit. Und wenn ich aus dem Regierungslager ständig höre, dass bei der Bildung ja gar nicht gespart würde, dann erstaunt mich das schon, wenn ich Ihre Vorschläge im Konkreten sehe. Und unsere Gesellschaft steht vor vielen Herausforderungen, aber ich glaube, gerade der Bildungsbereich und gerade auch in Schleswig-Holstein steht vor enormen Herausforderungen. Das bestätigen uns auch alle Bildungsstudien mit teilweise wirklich verheerenden Ergebnissen in dramatischer Weise. Und ich vermisse nennenswerte Reaktionen der Bildungsministerin auf diese fatale Entwicklung, die die Chancen unserer Kinder und Jugendlichen deutlich schmälert und den Wohlstand unserer Gesellschaft gefährdet. CDU und Grüne wollen jetzt im Bildungsbereich an wirklich schmerzhaften Stellen Millionenbeträge einsparen. Dabei sind viele Probleme doch nicht ansatzweise gelöst. Die Umsetzung der Inklusion, die Integration, der Ganztagsausbau, das MINT-Desaster und so weiter. Denn die Absenkung der Unterrichtsversorgung ist wirklich problematisch, auch wenn das hier heute so kleingeredet wurde. Weil schon heute sehr viel Unterricht ausfällt, das ist natürlich auch regional unterschiedlich, aber an vielen Schulen ist das schon jetzt dramatisch, und von 101% auf 100% rechnerisch abzusenken, mag nicht so schlimm klingen. Es bedeutet aber, es wird noch mehr Unterricht für die Kinder und Jugendlichen ausfallen. Wie gesagt, dort, wo es schon dramatisch ist, wird es noch schlimmer werden. Das geht massiv zulasten der Bildungsqualität, weil diese 100% nur eine rechnerische Größe sind, was nicht heißt, dass 100% Unterricht stattfindet. Und auch die Kürzungen bei der Kontingentstundentafel und das Streichen von 40 Stellen bei berufsbildenden Schulen sind wirklich harte Einschnitte. Ich halte das in dieser Form für falsch. Bei der Bildung sollte man als Letztes sparen und nicht als Erstes. Und im Vergleich dazu fällt mir auf, dass das Umweltministerium zum Beispiel bei Einsparungen sehr glimpflich davon gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch für den Verhandlungserfolg, Herr Minister Goldschmidt. Aber um es einmal zuzuspitzen, um fragwürdige Ranger bezahlen zu können, werden jetzt Lehrerstellen gestrichen. Das ist wirklich absurd und ein schwerer Fehler dieser Landesregierung. Ja, das ist ja die Abwägung. Auch wenn Sie das nervt, das ist ja die Abwägung. Und meine Damen und Herren, die notwendige Haushaltskonsolidierung wird nicht nur durch Kürzungen gelingen. Die Landesregierung muss auch mehr dafür tun, dass in Schleswig-Holstein wieder mehr Wirtschaftswachstum gibt. Und das fängt bei der Infrastruktur an. Der Haushaltsentwurf sieht mit 9,1% wieder eine Investitionsquote vor, die klar unter der Marke von 10% liegt, die eigentlich in den letzten 7, 8 Jahren fast immer erreicht wurde. Und Herr Koch argumentiert beim Thema Investitionen mit absoluten Zahlen und blendet dabei vollkommen aus, wie in den letzten Jahren die Baukosten massiv angestiegen sind. Und das relativiert das Ganze natürlich massiv. Aus unserer Sicht investieren sie zu wenig, auch weil wir wissen, dass die reale Investitionsquote am Ende oft noch mal deutlich unter der geplanten liegt. Und Kürzungen wie beim Landesstraßennetz sind einfach kontraproduktiv. Wenn man hier beim Erhalt und bei der Sanierung kürzt, zahlt man am Ende doppelt eine schmerzliche Lehre aus den letzten 20 Jahren. Dass Sie dort wieder ansetzen, wo Rot-Grün-Blau damals aufgehört hat, halte ich für verrückt. Meine Damen und Herren, Schleswig-Holstein hat eigentlich gute wirtschaftliche Chancen, macht daraus aktuell aber zu wenig. Mit einer gewissen Sorge schauen wir wohl alle derzeit auf die Entwicklung bei Northvolt, dessen Ansiedlung in den letzten beiden Jahren zu einer Art Kronzeugin für das schwarz-grüne Mantra vom klimaneutralen Industrieland gemacht wurde. Das höre ich aktuell aus der Landesregierung nicht mehr, das fällt ja schon auf. Ich hoffe im Interesse unseres Bundeslandes, dass diese Ansiedlung trotz aller Widrigkeiten am Ende doch noch klappen wird. Aber auch die Situation an einigen Werften oder auch Standortschließungen, wie zum Beispiel zuletzt bei Coca-Cola in Neumünster, bereiten uns Sorge. Denn im Gegenzug gibt es einfach zu wenige positive Nachrichten aus der schleswig-holsteinischen Wirtschaft aktuell. Mit etwas Sarkasmus könnte man sagen, das Einzige, was sich derzeit hier wirklich nachhaltig anzusiedeln scheint, ist das zweite Wolfsrudel. Und da muss man sagen, ja auch noch im Sachsenwald, wahrscheinlich wegen der günstigen Steuern oder so, aber ich muss sagen, im Ernst, meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, wenn der Wirtschaftsminister bei aller Sympathie immer nur über Optimismus redet. Es braucht auch wieder mehr Grund für Optimismus. Und von einem klimaneutralen Industrieland ist unser Bundesland aktuell leider sehr weit entfernt. Wenn wir ehrlich sind, droht Schleswig-Holstein übrigens, wie auch dem gesamten Bundesgebiet, derzeit eher eine Deindustrialisierung. Und ich würde mir wünschen, dass das Land da stärker gegensteuert, auch mal neue Impulse setzt. Ein Beispiel. Es wurde zuletzt sehr lange über ein Projektbüro an der Westküste diskutiert. Zu Recht. Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn das Land über die WTSH an der Westküste oder auch in der entstehenden Fehmarn-Belt-Trasse
auch über die Entwicklung eigener Industrie- und Gewerbeflächen zukünftig nachdenkt, also auch eigene Impulse setzt als Land, das wäre etwas, um was zu tun. Meine Damen und Herren, auch in Teilen des Handwerks und vor allem der Baubranche geht es momentan nicht wirklich gut voran, während sich viele Menschen auch Sorgen um die Bezahlbarkeit des Wohnens machen. Und hier wurde ja gesagt, ja, wir haben so viele Darlehen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, alles in Ordnung. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Landesregierung beim Wohnungsbau auf dem falschen Kurs ist. Mit der Grundsteuerreform, die das Wohnen oftmals zu verteuern droht, wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie sich das auswirken wird, ich befürchte, dass die Steuern insgesamt für das Wohnen, für die Grundsteuer steigen werden. Bei der ablehnenden Haltung im Bundesrat, was die Flexibilisierung der Grunderwerbsteuer angeht. Ich verstehe nicht, warum Sie auch dort gegen eine Flexibilisierung sind. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Aus meiner Sicht die falsche Entscheidung. Die angekündigte Eigenheimzulage wird mit Sicherheit nicht mehr kommen. Und jetzt soll es noch eine gesetzliche Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlagen bei privaten Bauherren geben, meine Damen und Herren. Dabei kommt das Land seiner festgeschriebenen Vorbildfunktion aus dem betreffenden Energiewende- und Klimaschutzgesetz immer noch nicht nach. Es gibt noch immer kaum PV-Anlagen auf den Gebäuden des Landes und, meine Damen und Herren, wer Privathaushalten neue Vorschriften beim Bauen macht, das komplizierter macht, das teurer macht, der muss doch selbst erstmal liefern und selbst erstmal mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist sogar ein Gesetzesauftrag und das Jahr 2040 ist mit Blick auf die Klimaneutralität mit Ihrem Tempo völlig utopisch, meine Damen und Herren. Es wird immer wieder angekündigt, Bürokratie abzubauen. Wir sehen bei der Grundsteuer, wir sehen jetzt beim EWKG, es passiert das genaue Gegenteil. Ich möchte noch mal sagen, wir plädieren für einen fairen Umgang mit den Kommunen, die derzeit oftmals große Haushaltsprobleme haben. Das betrifft zum Beispiel den Kita-Bereich, über den wir ja auch noch in dieser Plenartagung sprechen werden. Das betrifft auch die Städtebauförderung. Ist ja schön, dass die Kommunen das jetzt selbst bezahlen sollen, aber ich finde, das ist keine faire Lösung an der Stelle. Der Versorgungsfonds der Beamten soll nun offenbar doch nicht geplündert werden. Das ist eine gute Nachricht. Aber die Leistungskürze. Ja, aber erstmal ist ja eine gute Nachricht. War ja anderes geplant, wenn ich das richtig sehe. Aber die Leistungskürzung bei der Beihilfe sehen wir genauso kritisch wie in der Gesundheitspolitik die Kürzung beim Versorgungssicherungsfonds, was ein sehr wichtiges Instrument ist an der Stelle. Mit Sorge sehen wir das teilweise wirklich schlechte Regierungshandwerk in verschiedenen Ressorts, zum Beispiel bei der völlig falsch aufgesetzten Gerichtsstrukturreform der Justizministerin, die scheitern wird. Ich glaube, das sollten Sie sehen, Frau Ministerin, so wie Sie es angepackt haben, kann das nur scheitern. Wir sehen das bei der chaotischen Amtsführung im Sozialministerium im Zuge der Entlassung der Staatssekretärin oder auch bei der Digitalisierung, dass unsere Kommunen allen Ernstes in diesen Zeiten im Land des Glasfaserausbaus ihre Förderanträge zum Ganztag, was eh so ein Drama ist, Mitternacht an der Hörn bei der Investitionsbank per Post einwerfen müssen, meine Damen und Herren. Also das ist wirklich. Mit der hanebüchenden Begründung, die hätten ja kein schnelles Internet im Land des Glasfaserausbaus. Herr Minister Schröter, Frau Prien, das ist wirklich peinlich für diese Landesregierung, peinlich für dieses Bundesland und sowas darf sich nicht wiederholen. Im Haushalt gibt es eine Reihe an Risiken, viele neue Herausforderungen, wie zum Beispiel den Schutz der kritischen Infrastruktur, die Cybersicherheit oder auch den Katastrophenschutz, wo es wieder ein großes Thema geworden ist. Und es gibt eine sehr hohe globale Minderausgabe, was ebenfalls noch interessant werden sollte. Die fehlenden inhaltlichen Schnittmengen zwischen den Koalitionspartnern können, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, sozusagen die Conclusio, endgültig nicht mehr mit Geld kaschiert werden. Der eh schon recht ambitionslose Koalitionsvertrag ist längst Makulatur geworden, es drohen Schleswig-Holstein mit Schwarz-Grün nicht nur für 5 verlorene Jahre, sondern es drohen sogar Rückschritte in verschiedenen Bereichen, vor allem bei der Bildung, bei der Infrastruktur oder auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Und es reicht nicht aus, wenn der Ministerpräsident immer nur versucht, möglichst wenig mit der Politik seiner eigenen Regierung in Verbindung gebracht zu werden und öffentlichen Streit zwischen den Koalitionspartnern zu vermeiden. Das macht in der Sache für die Unternehmen, für ihre Arbeitnehmer, für die Familien im Land nichts besser. Viele Menschen müssen jetzt ausbaden, dass sie zu spät reagiert haben und zu unseriös gehaushaltet haben. Ihre Schwerpunktsetzung ist an verschiedenen Stellen falsch und kontraproduktiv. Schleswig-Holstein hat was Besseres verdient. Wir werden uns konstruktiv in der weiteren Beratung einbringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Für den SSW erteile ich das Wort.